Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Welche Schätzchen ich mir dieses Mal zugelegt habe und was ich mir in den letzten paar Wochen, / Monaten so alles zugelegt habe, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch erst einmal ein frohes Fest, schöne Weihnachten, lasst euch reich beschenken, genießt das Fest und vergesst nicht, dass Weihnachten eigentlich nicht nur ein reines Konsumfest sein sollte, sondern auch ein Fest der Besinnlichkeit, wo man sich ein bisschen auf die Familie konzentriert. Und weil ich so gut darin bin, mich auf die Familie zu konzentrieren, mache ich jetzt auch ein Video. Wir starten durch mit einer einzelnen Karte, einem keltischen Wächter First Edition aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Mir fällt übrigens gerade auf, ich habe noch nie ein Booster-Set abgesehen von Legends of Blue Eyes White Dragon gesehen, das einen tatsächlich so langen Namen hat, zumindest kein Hauptset. Und diese Karte ist Asian English, das bedeutet, sie ist hinten asiatisch, vorne englisch und die wurde mir geschenkt vom lieben Erik. Vielen Dank an der Stelle. Es war nämlich damals so, ich habe mir bei Erik etwas gekauft, tatsächlich auch ein paar Karten, die exzellent waren, beabsichtigterweise vielleicht für meine Privatsammlung, die dann im Endeffekt pur hier ankamen, also wirklich schlechter als schlecht. Und als Entschuldigung darauf durfte ich mir was im Wert von 50 € aussuchen und ich habe eben diese Karte genommen. Natürlich gibt es für diese Karte wesentlich günstigere Anbieter. Normalerweise bekommt man bei Erik zwar das, was man bestellt und das auch recht schnell, aber der günstigste ist er bei Gott nicht. Okay, hier der keltische Wächter, First aus LOB, Asian English. Richtig, richtig cool, auch die Condition. Ein bisschen off-center, aber wirklich die Condition ist mega nice. Weiter geht's mit einem kleinen Trade, den ich abgeschlossen habe, mit dem lieben Daniel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was er bekommen hat. Das ist schon eine halbe Dekade her, dass ich das mit ihm getauscht habe, gefühlt. Und Chaos Impact war wirklich ganz, ganz neu rausgekommen. Da habe ich die bekommen. Sternvasal Seifert, die wohl beste Karte, die schönste Karte wohlgemerkt überhaupt aus dem Set und auch zum Zeitpunkt des Release die teuerste Karte aus dem Set, wenn man mal die ganzen extra Secrets, die es da gibt, außen vor lässt. Die sind ja extrem selten. Es geht hier wirklich ausschließlich so um die normalen Karten, die normalen Secrets und da war er der teuerste mit damals 25 € das Stück. Wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, dass diese Karte tatsächlich einer der schönsten Drachenmonster ist, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Natürlich nichts, was den Chaos-Imperator-Drachen vom Thron stoßen würde, aber doch ein, ich sag mal, würdiger Zuwachs im Drachen-Thema. Mir gefällt besonders gut die Farbgebung des Drachen. Dieses Gelb-Giftgrüne gefällt mir gut. Das in Kombination mit diesem, ich würde mal sagen, Energieball in der Mitte, der so violett-weiß ist und mit dem Hintergrund, der sich um das Monster selbst so blau-weißlich färbt und zum Rand hin auch so grünlich-dunkel wird. Das sieht einfach mega, mega cool aus und bedauerlicherweise handelt es sich hierbei um mein erstes und auch einziges Exemplar der Karte. Dann haben wir den Inspector Border aus Extreme Force, auch mega cool. Die Karten sind übrigens stark gebandet, das liegt allerdings nicht am Daniel, sondern an mir. Ich habe die Karten leider im falschen Zimmer gelagert gehabt, weil ich hier zu wenig Platz hatte und da war der Ofen an und bei zu hohen Temperaturen biegen sich die Karten nun mal relativ leicht durch. Das ist allerdings kein Problem. Sobald sie in diesen stylischen Magnethaltern sind, spielt das Gebandetsein einer Karte eh keine Rolle mehr. Auf jeden Fall hier Inspector Border aus Extreme Force First, sehr cool. Könnte vom Design her auch gut eine Karte sein, die so aus der 5Ds Zeit kommt, zu einer dieser vergessenen Secret Rares und obwohl Inspector Border ja eine relativ moderne Karte ist, hat die verhältnismäßig auch keiner mehr wirklich auf dem Schirm. Das letzte Mal, dass ich die Karte wirklich im Trade Binder gesehen habe oder im allgemeinen im Collection Binder, das war tatsächlich eben beim Daniel und das ist schon eine ganze Weile her. Dann geht es weiter mit einer Secret Rare aus Savage Strike, TG Dreizackwerfer. Ja, da haben auch die TG Monster ihr Link Monster bekommen und diese Karte habe ich tatsächlich zum Saufüttern. Ich habe damals bei Creepfan, als ich das Case von ihm bekommen habe, ich glaube 13 Stück davon mitbekommen oder 10 irgendwie sowas. Habe noch den einen oder anderen gespendet bekommen, dann noch 9 Stück in Ultimate Rare aus Japan organisieren können und habe mir dann im Laufe der Zeit noch 2 oder 3 Stück eingekauft oder rangetradet. Ich glaube auch bei meinem ersten Einkauf bei Rising Time müsste der
Apotheke drei Zeigwerfer dabei gewesen sein. Falls nicht, kann auch sein, dass ich die nicht mit reingenommen habe, aber ich hatte sie auf jeden Fall im Auge. Dann werde ich die wohl nächstes Mal einfach nochmal bestellen. Weil das ist eine Karte, die sieht ganz cool aus. Die ist eigentlich mega nice. Die kann man immer mal mitnehmen, wenn man sie sieht. Und mit, ja, paar Cent, also was kostet die bei Rising Time? 45 Cent oder so. Da ist wirklich nichts kaputt. Sehr, sehr schöne Karte, kann man mitnehmen. Dann ebenfalls aus Savage Strike, Schlag der Hexe, eine Karte, die trotzdem sehr relativ modern ist, das ein oder andere Retro-Gefühl in einem aufkommen lässt, denn wir haben hier zum einen den älteren Herrn von dem feierlichen Urteil hier unten rechts im Bild und auch der Blitz hier oben, sie drei Geki, nicht gerade unähnlich, auch das ganze Feeling der Karte hier, dieses ganze Gefühl, das die Karte transportiert, ist sehr düster, sehr oldschool, gefällt mir wirklich, wirklich gut, sehr, sehr schöne Karte, nehmen wir auch gerne mit und ist tatsächlich recht bezahlbar. Weiter geht's mit einer Sache, die tatsächlich oldschool ist, nämlich der 6. Valkyrie, kommt auch aus Savage Strike. War tatsächlich ein Thema, das von diesem Schröder gespielt wurde, aus Duel Monsters, der da dieses Märchenthema mit den Valkyren gespielt. Und ja, diese Karten kamen damals nie raus, jetzt haben wir sie bekommen, wäre eigentlich etwas für, keine Ahnung, RDS oder SOD gewesen. Jetzt haben wir sie halt doch über, ja, oder knapp 20 Jahre später dann doch bekommen. Sehr coole Sache, sehr, sehr schön. Sieht auch mega cool aus und die 6. Valkyrie gehört auch zu meinen Lieblingsvalkyren. Auch wenn ich sagen muss, dass sich die meisten doch sehr, sehr ähnlich sehen. Ja, dann haben wir noch Luna, zwielichtverpflichtete Schamanen, hier aus dem Megapack 2018 in First. Aus Code of the Duelist ursprünglicherweise eigentlich nicht viel wert, kriegt man auch für ein paar Cent, ist aber natürlich aufgrund der Tatsache, dass das Artwork auf ihren Vorbildern, nämlich den Lichtverpflichteten, fußt, ein absolut ikonisches Artwork, eine coole Karte, wirklich sehr, sehr schön anzuschauen, sehr düster und dunkel gestaltet. Dann haben wir Gefahr Bigfoot aus dem Megapack 2019. Dieses Thema war ja einige Zeit TCG-exklusiv. Ich glaube, jetzt vor kurzem hat auch das OCG das Danger-Thema bekommen. Und er war mit Nessie die erste Karte, die aus diesem Thema quasi released wurde. In welchem Set weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. War es vielleicht Cybernetic Horizon oder Soul Fusion, irgendwie sowas. Jedenfalls sehr, sehr coole und gelungene Karte. Ich finde die Danger Monster tatsächlich im Allgemeinen relativ cool. Und schaut euch mal an, wie groß dieser Bigfoot ist im Vergleich zu diesem kleinen, ich schätze mal 1,80 großen Menschen, der da unten vor dieser Monsterklaue davonläuft. Dann haben wir den roten Neustart aus dem Megapack 2019 in Prismatic Secret Rare. Sehr, sehr cool, war die teuerste Super Rare aus ihrem Hauptset und ging damals, ich glaube, 1 Euro. Als ich damals das Case von Creepfan bekommen habe, war die auch gar nicht mit dabei in Super Rare. Da hat er gesagt, nö, die behalte ich, da spekuliere ich drauf. Hat wohl, wenn man sich die Preise der aktuellen Super Rare anguckt, zumindest auf lange Zeit hin nicht funktioniert, ist aber tatsächlich einige Zeit relativ teuer gewesen, ähnlich wie heute Mystic Mine oder Mars-Regelung. Dann, last but not least, die Gefahr oder der Gefahr Mottenmann. Ist auch ursprünglich eine Super Rare gewesen. Den Mottenmann fand ich jetzt nie so prickelnd. Er ist nicht hässlich oder so, aber als Super Rare haben sie einfach die falsche Rarität genommen. Als Rare hätte er es auch getan. Ich denke mal, das wäre auch die optimale Rarität für ihn gewesen. Aber auch als Secret Rare sieht er tatsächlich relativ gelungen aus. Weiter geht's mit einem halben Einkauf, halb gespendet. Dingens, Bumsens, Kirchen, irgendwas, das ich von einem Abonnenten angeboten bekommen habe. Den Namen weiß ich jetzt bedauerlicherweise nicht mehr, aber mir hat ein Abonnent via Instagram geschrieben. Übrigens, Instagram. Link dazu, Link zu meinem Account in der Videobeschreibung. Und wundert euch nicht, warum da so wenig Beiträge sind. Ich habe Instagram nochmal komplett überarbeitet. Da wird es jetzt viele Videoclips geben, die wirklich gut aufgemacht sind. Ich glaube, 9 Beiträge sind schon da. Ist wirklich relativ hochwertig produziert im Verhältnis zu dem, was dort vorher zu sehen war. Und es wird natürlich im Laufe der Zeit auch noch mehr kommen. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da mal reinschnuppern. Und wenn es euch gefällt, einfach mal ein Abo dalassen. Wir sind ohnehin schon nahe den 300 Followern. Okay, aber jetzt zurück zum Thema. Via Instagram hat er mir geschrieben, ja, er hätte auch noch ein Case Chaos Impact da und das würde er mir auch schenken, also die Cummins Rares und Super Rares. Nur für den Rest müsste ich halt ein bisschen was zahlen und er wolle für diesen Stapel hier 86 Euro haben. Und da ich beim letzten Case von Creepfan nur Cummins Supers und Rares bekommen habe, habe ich dann natürlich sofort zugeschlagen. Warum? Ganz einfach,
Die Cases von Creepfan, die werden im Nachgang bezahlt, durch über kleine Raten, einfach mal so nebenbei, weil ihr wisst ja, ich muss aktuell Preiskarten abbezahlen, die im fünfstelligen Bereich sind. Und ja, da ist es halt einfach ein bisschen schwierig, sage ich mal, nebenbei noch relativ viel aufzubringen. Dementsprechend haben wir uns darauf geeinigt. Und da war aber halt verhältnismäßig noch recht viel offen, da mir auch privat was dazwischen gekommen ist. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, machen wir einfach nur den Kleinkram bei diesem Case. Und dementsprechend hatte ich da auch relativ wenig. Mittlerweile ist das allerdings schon wieder geregelt. Beim nächsten Case ist wieder alles mit dabei. Wir fangen an mit Unchained Soul of Disaster. Und das ist eine Karte, die vom Artwork her eigentlich wunderschön ist. Allerdings als Secret Rare, so wie wir sie hier sehen, als Umsetzung nicht wirklich funktioniert. Warum ist das so? Das Monster ist im Hintergrund farblich und auch von der Struktur her zu ähnlich. Das Monster selber besteht ja mehr aus einer Art Plasma und es ist schlichtweg so, dass der Secret Rare Effekt too much ist. Die hätten den dezenter platzieren müssen, die hätten hier das Monster, das wir hier sehen, hätten die kommen lassen sollen und nur diese Kettenelemente und den Hintergrund als Secret Rare printen sollen, dann wäre da eine klare Abgrenzung zu sehen gewesen, das Artwork wäre wesentlich besser hervorgehoben worden und es hätte funktioniert. So ist das Ganze absolut überladen und wenn ich mir die Karte aus dem Blickwinkel, wie ich es jetzt in die Kamera halte, anschaue, dann erkennt man natürlich was, aber sobald ich es irgendwie anders halte, ist es bei mir persönlich so, dass ich mich erstmal ein bisschen mit den Augen orientieren muss, wo ist denn das Monster, wo fängt das an, wo hört es auf und vor allen Dingen, wo ist der Hintergrund. Ein bisschen doof umgesetzt, finde ich ein bisschen schade, aber dennoch eine richtig, richtig coole Karte. Ich persönlich finde das Unchained-Thema sowieso mega cool. Zwei Karten an der Stelle bekommen von dieser hier. Dann kommen wir auch gleich zu meinem Lieblings-Unchained-Monster, nämlich Unchained Soul of Anguish. Hier ist die Karte gleich in zweifacher Weise gut, nämlich zum einen ist es ein Link-Monster, das heißt, die Karte selber ist blau, hätte auch ein Ritualmonster sein können, hätte auch funktioniert. Und auch der Background ist eben blau gehalten, ein bisschen schwarz. Und das Monster selber, das ja rot ist, hat nochmal eine rote Aura um sich rum. Das sieht wirklich cool aus. Und dieses dunkle Weinrot, dann noch mit den Ketten. Also das sieht wirklich aus wie eine antike Bestie, die irgendwo ganz, ganz tief in der Pyramide schlummert oder so. Sehr, sehr cool, gefällt mir wirklich gut. Ich denke mal, als Ritualmonster hätte es vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, da wir das auch aus den alten Tagen kennen und das dem Ganzen noch so einen kleinen Oldschool-Touch mitgegeben hätte. Aber das ist auf jeden Fall meine absolute Lieblings-Unchained-Karte, die es gibt und die haben wir hier sogar als Playset mit am Start. Dann haben wir den Fireball Dragon Dark Fluid. Das ist die Cover-Monster-Karte, die wir auch auf dem Booster-Pack sehen und heiß erwartet gewesen. Relativ billig, bei Spielern nicht beliebt, ist offensichtlich nicht sehr spielstark, aber wenn man mal bedenkt, wie modern diese Karte ist, ist es doch äußerst verwunderlich, wie relevant diese Karte schon bei Sammlern ist. Normalerweise müssen ja ein paar Jahre vergehen, in der Regel so 10 Jahre, bis eine Karte wirklich relevant für Sammler wird, wenn sie eben nicht mehr so den Markt flutet, wenn man sie nicht mehr überall sieht, wenn sie wirklich dann den Nimbus des Besonderen aufgedrückt bekommt. Bei dieser Karte ist das allerdings anders. Es gibt ja für alles mögliche Sammler. Es gibt Nummernsammler, es gibt Link-Monster-Sammler und es gibt halt auch Leute, die speziell diese Firewall-Karten sammeln und da kenne ich auch einige über WhatsApp und da gibt es tatsächlich den einen oder anderen, der speziell diese Karte in Massen gesucht hat. Ich glaube, der wollte sich den ganzen Bein davon denen voll machen und natürlich für jeden Firewall-Sammler auch ein absolutes Muss, zumal die Monsterkarten aus dem Thema sowieso fast alle richtig, richtig cool aussehen. Ich sage ja nur den Firewall Xyz Dragon. Mega coole Karte, gefällt mir super. Und auch die hier lässt nicht zu wünschen übrig. Ist nicht der schönste Firewall-Dragon, aber er ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ein bisschen größer hätte noch sein können, aber ansonsten gibt es da eigentlich gar nichts Großes zu jammern. Sehr, sehr coole Sache, habe ich hier auch als Playset bekommen. Ja, dann eine Karte, die relativ häufig gesucht wird, speziell in diesem extra Secret Rare, ist IP Mascarena. Diese Karte ist eine Karte, die mich jetzt optisch nicht vom Hocker haut. Ich finde sie nicht hässlich, also nicht falsch verstehen, sie ist sehr, sehr hübsch. Aber es ist jetzt keine Karte, wo ich sage, boah, das hat's gebraucht, das gab's so vorher noch nicht, das ist ja cool, Dark Magician Girl 2.0. Nein, das nicht, es ist halt ein weibliches Cybers-Monster, hier schön auf virtuell getrimmt vom Background her und ja, sie ist halt da, wir haben sie halt. Relativ spielstark aktuell auch, gar nicht mal so billig. Und wurde hier tatsächlich auch zensiert, denn im Originalen hat sie an der Hüfte diese, ja, wie nennt man das, diese Kerbe, die halt so Richtung Schambein geht, also Richtung Intimbereich runter. Die ist da sehr stark zu sehen im OCG, bei uns ist das eher weniger der Fall. Ja, ich finde die Zensur auch in Ordnung so, finde es mit der Zensur auch ein wenig schöner, denn die Hose muss ja nicht unbedingt 2 mm über dem gelobten Land sitzen, nicht wahr? Also,
IP Mascarena, sehr coole Karte. Dann kommen wir nochmal zu den Unchained Monstern. Hier auch sehr cool, Unchained Abomination. Sehr, sehr coole Karte, muss ich sagen. Zum einen, wir haben hier diesen violetten Hintergrund, dieses violett-weiße von den Blitzen. Das sieht einfach mega badass aus und erinnert mich irgendwie so ein bisschen, das ist eigentlich immer so, wenn ich was Violettes sehe, an Yatagarasu. Auch wenn die Karte an sich gar nichts mit Yatagarasu zu tun hat, aber ich finde dieses Farbspiel einfach cool. Und dann dieses pechschwarze Unchained Monster. Sehr, sehr cool. Und hier haben sie es genau so gemacht, wie sie es eigentlich bei der anderen Karte hätten machen sollen. Hier ist das Monster weitestgehend kammen gehalten und der Hintergrund schillert, so wie eben diese Kettenelemente. Hätten die das bei dem ersten Monster, das ich euch gezeigt habe, gemacht, dann wäre das optimal gewesen. Aber nein, das haben sie leider nicht. Sehr schade, aber das ist tatsächlich auch eine wunderschöne Karte. Ist tatsächlich mein Zweitlieblings Unchained Monster. Habe ich aber, glaube ich, nur zweimal bekommen. Dann haben wir Draco, Master of the Tenji. Tenji war ja bis dato eher so ein Thema, das sich auf Rares, ich sag mal, ausgeruht hat. Da gab es auch, ich glaube, eine von denen, diese braune, die war, glaube ich, mal eine kurze Zeit lang über 2 Euro wert. War auch eine recht spielstarke Rare und jetzt haben wir auch mal ein paar Holos dazu bekommen. Eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Mir gefällt halt auch relativ gut, dass der Background so gelb gehalten ist, weil das ist halt auch wieder ein schöner Kontrast zu dem blauen Link-Layout, den das Monster aufweist und passt halt auch irgendwie mit diesem goldenen Touch, den das Ganze auch hat, so ein bisschen zur Schrift der Ultra Rare. Sehr, sehr schöne Karte, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Haben wir hier auch 2 Stück. Und dann geht es auch direkt weiter mit Draco Berserker auf the Tenji. Der gefällt mir auch relativ gut, denn er selbst ist auch pechschwarz und hat diese rote Aura mit diesen roten Blitzen und dann wieder ein schwarzer Hintergrund. Das ist einfach trotz wenig Farbvielfalt eine wunderschöne Karte, die auch wieder einen guten Kontrast zu eben hier diesem Synchro-Layout hat. Also es ist wirklich eine unglaublich coole Sache. Das sind Karten, die sind wirklich wunderschön. Chaos Impact ist und bleibt mit eins der bisher besten Rainsets, was die Artworks angeht, wie ich finde. Auch da haben wir ein ganzes Playset von bekommen. Dann haben wir eine Karte, die in mir zumindest, was den Zeichenstil angeht, so ein bisschen Oldschool-Feeling auslöst. Das ist Galant Granite oder Granit auf Deutsch. Und ja, der ist Rang 4. Und hat vor allen Dingen durch diesen schillernden Hintergrund einen guten Kontrast zu seinem doch eher zweifarbigen oder dreifarbigen, wenn man das Weiß mit dazu nimmt. Design finde ich mega cool, ist sehr, sehr schlicht gehalten. Das gefällt mir wirklich ausgezeichnet und den haben wir hier sogar sage und schreibe 4-mal bekommen. Und ja, diese ganzen Karten, die ich euch jetzt zeige aus Chaos Impact, habe ich alle erst, je nachdem wie oft ich sie habe. Da das sind die ersten und einzigen Exemplare, die ich bisher davon habe, da muss ich mich mal ein bisschen mit eindecken. Ja, dann kommen wir zu Bounty. Das ist eine schöne Zauberkarte, die einen relativ krassen Wiedererkennungswert hat. Das ist so eine Karte, die mal nicht in der Masse untergeht, sage ich mal. Vor allen Dingen auch wegen dem Dude hier, der gefällt mir sowieso richtig gut. Mehr braucht man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Ist einfach eine schön designte Karte, die hier, glaube ich, auch 4-mal dabei ist. Und dann haben wir hier Walling of the Unchained Souls. Das ist so eine Karte, die ist jetzt eher schwach für das Thema vom Design her. Der ist halt wieder sehr, sehr blaulastig und ich weiß nicht, was Konami immer mit ihrem Blau hat. Wirklich sehr, sehr viele Zauberkarten sind immer so komplett blau. Also wirklich komplett oder wirklich zu 90% blau. Und ich finde das nicht cool, also das vielleicht soll das mystisch wirken oder so, ich finde das einfach so eintönig bei den neuen Karten, die haben einfach keinen Wiedererkennungswert dadurch, das ist einfach nur blau, 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 das sieht eine Karte aus wie die andere aufgrund der Farbgebung. Das Design könnte noch so toll sein, aber es ist halt immer blau, ne? Diese Altergeist-Fallen-Karte auch, also ich weiß nicht, was das ist und hier ist halt auch wieder sehr stark blaulastig, es könnte natürlich schlimmer sein, wir haben hier auch das Monster und auch das bisschen Weiß mit drin, aber es ist natürlich nicht das Optimum und das haben wir hier sage und schreibe 3-mal. Das war's allerdings schon wieder mit der heutigen Folge Neuzugänge. Demnächst kommt noch ein Video, da habe ich wieder beim lieben Rising Time für 270 Euro eingekauft. Es kommt auch wieder eine Folge Sammelkartencheck. Wir haben ja einiges zu besprechen. Zum einen möchte ich mal auf dieses Thema PSA eingehen, weil ich mir gefragt habe, sammelst du PSA? Oder die Leute, die mich besser kennen, fragen ständig, warum magst du kein PSA? Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass PSA so ein richtig rotes Tuch für mich ist. Und es geht natürlich um die Rush-Duelle. Wirklich, die Rush-Duelle, das ist... Oh, jetzt habe ich auf meine Karten gespuckt. Rush-Duelle sind ja für mich persönlich, also ich bin da ganz verwirrt und auch ein bisschen ängstlich, was so die Zukunft angeht und da werden wir auf jeden Fall mal drüber sprechen müssen. Das ist aber nicht das Thema des heutigen Videos. Hier haben wir die Neuzugänge. Ich bin recht zufrieden. Ich hoffe, ihr wart genauso zufrieden mit meinem Einkauf wie ich und ich wünsche euch einen angenehmen Tag, angenehme Feiertage und wir sehen uns und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.